Bei schönstem, frühlingshaftem Wetter erlebten über 100 Bürger am Samstag, den 27. Januar 2018, wie von den Karnevalisten aus Stuttgart, dem Zuffenhäuser Schultes Gerhard Hanus, die Schlüsselgewalt des Bezirksrathauses genommen wurde. Viele Karnevalgesellschaften aus Stuttgart und Umgebung erschienen mit ihren Garden, den Präsidenten, ihren Prinzenpaaren und forderten mit närrischem Treiben die Herausgabe des Rathausschlüssels. Schlüssel raus! Nee, das machen wir nicht. Der Schlüssel, der bleibt hier. Und die Kasse auch. Was ihr hier erzählt, das ist alles nur Schall und Rauch. Die Türen, die bleiben zu und das Geld wird nicht verschenkt. Vor euch haben wir keine Angst, was ihr so von uns denkt. Ja, und wollen wir mal sehen, was passiert? Gar nichts. Der Schultes wollte die Herausgabe des Rathausschlüssels verhindern, musste sich trotz großem Gejammers letztlich doch geschlagen geben. Aber das kostet was. Jawohl. Friede mit euch für die nächste Kampagne. Und damit haben wir es wieder geschafft. Vielen herzlichen Dank, dass ihr alle mit dabei wart. Hier haben wir jetzt die Macht übernommen. Für die nächsten 14 Tage gehört das Rathaus uns. Wir haben zu bestimmen, wie es läuft. Mit lautstarker Guckenmusik wurde dieses Ereignis dann gebührend gefeiert. Herzlichen Dank ans Publikum, an die Bürger von Zuffenhausen und von weiter her. Dankeschön. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.